Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge How to Survive Teil 2. So, wir haben in der letzten Folge die Waffenkammer gebaut. Das war auch unsere Mission. Jetzt schauen wir einmal, ob wir eine neue Mission antreten können. Und dazu müssen wir jetzt erstmal zu Kovac. Allerdings, wir nehmen nach wie vor hier erstmal alle Materialien mit, die wir hier unten so finden. Denn wir können immer noch alles gebrauchen. Ah, so wie es aussieht, Wasser bräuchte ich auch. Ist aber kein Problem, da haben wir einiges auf Vorrat mittlerweile. So, die Missionen hier gehen noch nicht. Die Machete nehmen wir mit. Aluminium auch sehr gerne. Na, hochklettern wollte ich eigentlich nicht. So, was haben wir hier hinten noch? Das ist, glaube ich, auch Aluminium. Ja, Aluminiumdosen. Ob ich so überall draufklettern muss, weiß ich auch nicht. So, dann schauen wir einmal, was er für uns hat. Na, mit dem Koffer bin ich schon längst fertig. While you were away, I detected a radio signal coming from one of the It's probably nothing, just a walkie-talkie on the Fritz. But you up for a trip? Oh, andere überleben da wieder? It shouldn't be too hard. I'll try to pick up the signal in the meantime. Okay, wir erhöhen auf jeden Fall mal die Stufe auf, ja, sagen wir mal 8. So 3 Level über meiner eigenen Stufe sollte machbar sein. Vor allem gerade am Anfang, weil ich ja doch die DLC-Waffen benutze, dürfte das Ganze kein Problem darstellen. Na, hier werde ich direkt angegriffen. Und zwar von den ersten neuen Zombies, und das sind diese Hunde-Zombies, die auf einen zurennen. Nicht gerade die angenehmsten Gesellen, muss ich sagen. So, das sind die Explodierenden, die kennen wir zuhauf. So, dann wechsle ich aber mal wieder auf schwer, dass ich nicht ganz so viele anlocke. Okay. Das geht recht flott, muss ich sagen. So, was ist denn überhaupt unsere Mission? Töte Infizierte 4 von 30, okay. Und finde das Haus mit dem Funksignal. Ja, dann metzeln wir uns hier einmal durch die Zombies durch. Ah, da sehe ich einige. Ah, öffnen auch F. Was ist hier drin? Party? Boah. Ah, muss man recht vorsichtig sein. Da ich 3 Level drüber spiele. Boah. Vor allem gerade sowas. Wenn ich hinter der Tür gefangen bin und ein explodierender Zombie neben mir steht, während ich fast keine Heilung mehr habe, ist das schlecht. So, jetzt sehen wir allerdings gleich, was passiert, wenn wir sterben. Das ist nicht ganz so schlimm. Es gibt nur 10% eben Erfahrung weniger für das Abschließen der Mission. Das heißt, irgendwann, wenn ich halt zu oft in der Mission sterbe, kriege ich fast keine Erfahrungspunkte mehr. Ich glaube, bei 70% oder sowas hört es dann auf. Also bei minus 70% kann ich maximal rauskommen. Wenn ich mich nicht ganz irre. So, der Hund, der kann mir erstmal egal sein, aber der rennt außen rum oder probiert es zumindest. Ja, dann komm doch rein. So. Wir durchsuchen jetzt aber erstmal hier das Gebäude, denn hier sind einige Gegenstände, die wir vielleicht doch noch gebrauchen können. Und vielleicht finden wir ja die ein oder andere Spezialwaffe. Sowas gibt es nämlich auch. Wie beispielsweise eine Gitarre oder sowas. So, ich hätte aber eigentlich ganz gut Lust, mal damit ein bisschen zu schießen. Denn wir haben 200 Munition. Und dann geht das Ganze um einiges flotter. Dann schaffe ich diesmal vielleicht 2 Missionen in einer Folge, wenn ich Glück habe. So, allerdings einsammeln müssen wir nach wie vor alles. Denn wir können alles für den Lagerbau gebrauchen. So, vor allem so Bleistück oder sowas, es gibt uns nämlich Munition für die Herstellung. So, die haben alle nur Stofffetzen. Na, wie bist denn du um den Zaun rumgekommen? Müsste jetzt nämlich auch außen rum. Ich glaube, durchs Haus habe ich die besten Chancen. Ah, da war noch ein Raum. Aber er ist leer. Ah, Tierhaut. Okay, von den Hunden kriege ich Tierhaut. Die brauche ich, wenn ich mir dann mal Rüstung für Beine, Arme und so weiter herstellen will. Denn wir können uns da auch einiges Ausrüstung herstellen.
das letztendlich dafür sorgt, dass wir weniger getroffen werden. Und auch öfters getroffen werden können vor allem. Denn im Moment ist es so, gerade wenn ich 3 Level oben drüber spiele, ja, 3, 4 Hits und ich bin tot. Oder ein explodierender Zombie, der zu nah an mir dran steht. Ah, da ist Schlösser knacken, oder kann ich mich auch einfach durch die Tür durchhacken? Das geht sogar schneller. Oh, man merkt schon, hier ist einiges mehr los. Vor allem gerade in den Häusern. Ja, dann knackst du Schloss. Vielleicht gibt es auch Erfahrungspunkte, aber ich glaube eher nicht. So, bevor der mich wieder einkesselt. Ah, was konnte ich hier noch? Ah, Dose mit Erbsen. Nahrung nehmen wir immer gerne mit. So, dann haben wir die... Die hinter den Türen, die machen mir echt zu schaffen. So, Stahlfedern, die brauchen wir auch. Allerdings würde ich jetzt gerne mal so langsam in Richtung Haus, wo ich hin muss. Na, explodierst du? Ja, er explodiert und das genau neben mir. Das war eher schlecht. Dann einmal heilen, bevor wir hier nochmal sterben. Und nochmal einen 10% Minusbonus in Kauf nehmen müssen. Minusbonus ist auch ein cooles Wort. Ich laber schon wieder einen Mist, das ist der Wahnsinn. Gott sei Dank hören noch wenig zu. So. Komm her, Hundi. Ja. Vorne und hinten ist unfair. So. Das Haus, das wird irgendwo weiter hinten sein, nehme ich mal an. Die Stadt hier müsste relativ groß sein. Aber so lange nehmen wir alle Zombies mit, die wir noch kriegen können. Solange sie uns... Na, wirst du wohl. Solange sie uns nicht kriegen. Na, ah, Ausdauer weg, okay. Da sollte ich vielleicht nochmal den einen oder anderen Skillpoint rein investieren. In die Ausdauer-Zurückgewinnung. Weil das ist doch relativ wichtig, vor allem wenn man halt mit der normalen Waffe draufschlägt auf die Zombies. Sonst braucht man da nämlich ewig. So, ist hier ein Fenster? Nein. Wie komme ich auf die andere... Ah, okay, auf die andere Seite kann ich gar nicht kommen. Dann müsste ich vielleicht mal nach rechts laufen. Da könnte das Haus sein. So, dann einmal ohne Rennen. Besser für die Ausdauer. Ah, jetzt geht's aber wieder. Man muss sagen, Zombies gibt es hier mehr als genug. Also langweilig wird uns nicht. Oh, mit einem Schlag. Einzige, was mich nervt, sind die Hunde. Weil die um einen rumrennen die ganze Zeit. So, hier auch nicht. Da ist noch ein Parkplatz. Aber ganz ehrlich, ich möchte lieber noch eine Mission machen. Dann rennen wir hier einmal quer durch. Hoffen, dass die Ausdauer so lange hält, bis wir... Okay, rennende Zombies sind natürlich schlecht. Denn die kommen definitiv hinterher. Egal, wie schnell ich renne. Na, komm schon. So, die Wrestling kann ich aber abhängen normalerweise. Okay, dann schauen wir mal in die Richtung. Es müsste mir auf der Karte angezeigt werden, wenn ich vor dem Haus stehe. Hoffe ich zumindest, dass es so ist. Aber? Na? Oder auch nicht? Das ist schlecht. Wie soll ich denn dann dieses Signal finden? Muss ich jetzt wirklich jedes einzelne Haus durchlooten? Ich meine, gut, es gibt natürlich dementsprechend viele Gegenstände. Aber nervig ist es schon. Oder ist da hinten, hinter dem Parkplatz noch eins? Boah. Wenn wir nicht aufpassen, sterben wir gleich wieder. Ja, nachladen. So. Ruhe im Karton. Nee, auch nicht. Okay, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als wirklich jedes Haus zu looten. Ich habe eigentlich gedacht, dass es mir angezeigt wird. Aber dann probieren wir es jetzt erstmal hier. Da könnte es
nämlich sein, wenn da schon dementsprechend viele Zombies da sind. So, kriege ich dich anvisiert? Nee, aber dich. So, nächster. Nächster. Und du schlägst mal wieder hinter die Tür. So. Da ist nur ein Badezimmer. Allerdings Aluminiumrohr. Davon werden wir auch einige brauchen. Gerade wenn wir unsere Basis weiter ausbauen möchten. Und so wie es aussieht, mein Schlossknack macht sich bezahlt, was ich vorher geskillt habe. Ja, aber wir heilen uns erstmal. Okay, schade. So wie es aussieht, kann ich dann doch nur eine Mission pro Folge zeigen. Zieht mir das eigentlich Energie ab, wenn ich jetzt hier versuche runterzuspringen? Nee, Gott sei Dank nicht. Okay, dann, ja, wir durchsuchen die Häuser. Dauert dann dementsprechend halt lange, aber lässt sich nicht vermeiden, dass nicht angezeigt wird. So, da ist nur ein Parkplatz. So, allerdings kriegen wir hier extrem viel Zeug raus. So, dann probieren wir es mal hier. Hier kriege ich zumindest Heilpflanzen. Die sind auch immer sinnvoll mitzunehmen. Gerade wenn man so auf, ja, ich stürme mal vor und schau mal, was passiert, macht wie ich. Ist die ein oder Heilpflanze ganz gut, wenn man die mitnimmt. So, jetzt sehe ich aber selber nichts mehr. Dann probieren wir es einmal hier. Pflasterstein. Ah komm, die Tür ist so kaputt, dass wir das noch aufkriegen können. Ja gut, das habe ich jetzt nach der fünften Tür, die ich bereits geknackt habe, habe ich das auch mitgekriegt, dass ich Türen knacken muss. Danke für die Hilfestellung. So, hier ist nichts. Sieht hier aus, Limo-Dose. Wer hat denn in seinem Schlafzimmer solche Spinde stehen? So, Aluminiumrohr. Hier ist nichts weiter, so wie es aussieht. So, da waren wir eigentlich schon drin. Da war auch nichts. Dann probieren wir es einmal mit dem Haus unter uns. Vielleicht sieht es da... Ah! Okay, das ist das Haus. Aber ich bin noch an diesem Haus vorbeigerannt. Wieso hat er mir das nicht gleich angezeigt? Immer so kompliziert. Man kann es doch ganz einfach machen. Lauf vorbei, zeig mir das Haus. Fertig. Ganz, ganz einfach. So, ist hier noch irgendwas? Hier ist nichts mehr. Und draußen möchte ein Zombie rein. Der darf ruhig, wenn er möchte. So, aber dann ist es das Nachbargebäude. Was, verhungern? Wegen 50%, jetzt stell ich mal nicht ganz so an. Wir sind hier in der Zombie-Apokalypse und nicht im Pfadfinder-Treff. Aber wenn er meint, dann hauen wir uns halt mal eine Dose Corned Beef rein. So, was liegt hier? Holzbretter? Oh, davon brauchen wir sehr viele. Gerade wenn wir uns wieder was bauen möchten. Nehme ich sehr gerne. So, aber wo ist jetzt dieses blöde... Funkgerät bzw. geheimnisvoller Gast. Wo ist der denn? Ah. Das sieht doch schon besser aus. Vor allem liegt hier extrem viel Zeug rum. Na, Tür auf. Da haben wir das Funkgerät. Bisschen kompliziert hier reinzukommen, muss ich sagen. Okay, dann schauen wir mal, was sie... Jenige zu sagen hat. Wie jetzt? Kovac, wieso der? Alles klar. Ich hätte auch gleich sagen können, dass er am Funkgerät ist. So, Quest bestätigen.
So, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? It may become, I don't know why yet, but our infected friends seem, but for now, let's take care of our mysterious guest. A strong smell of chocolate. Stranger, maybe the guy in the hat you met that time. No matter, let's continue. Okay. Fine. Now that you've placed the first stone of your build. Ja, das ist, mein Koffer habe ich schon lange platziert, aber lassen wir es mal. So. Festige deine neue Freundschaft mit Raymond. Geh ihm im Camp besuchen. Raymond war der Dicke, den wir vor 2 Folgen, glaube ich, kennengelernt haben. Aber ich würde jetzt nochmal die Zeit hier nutzen und mir nochmal das Baumenü ansehen. Denn wir können mittlerweile ein bisschen mehr bauen. Und zwar könnten wir eine Küche bauen. Holzbarrikade, Holzbarrikade, Waffenkammer haben wir bereits. Zubehör, das hätte ich gerne. Dazu bräuchten wir allerdings dieses Blechzeug. Okay, haben wir nicht, dann bauen wir uns erstmal eine Küche. Da ist die Nahrungsbeschaffung dann ein bisschen besser. So, die Frage ist, wohin damit? Kriege ich die hier rein? Wahrscheinlich eher nicht. Na, das müssen wir nochmal abbrechen. Denn ich glaube, ich kann das nur in der Nähe meines Charakters selbst platzieren. Das heißt, am besten hier irgendwo hin, ins Eck. So, C, hier, hier. So, dann einmal drehen und wenden. Da geht's nicht, da geht's. Na, kriegt es. Ah, so. Okay. Die machen wir so. Wie, das ist alles. Das ist maximal eine Grillstelle. Aber wir haben einiges an Materialien. Dann schauen wir nochmal. So, Stufe 2, Stufe 3, 4... Ah, okay, Stahlrost in die nächste Stufe. So, und dann können wir uns hier nämlich aus unserer gesammelten Nahrung können wir uns dann Gegenstände herstellen, die beispielsweise Schadenswirkung im Nahkampf plus 25 bringen. Das heißt, die normalen Essensgegenstände, die ich finde, kann ich aufwerten zu Gegenständen, die wir noch einen Plus-Buff bringen für eine gewisse Zeit. Das hält nicht allzu lange an, aber immerhin ein bisschen. Okay. Dann haben wir also auch eine Küche gebaut. Dann können wir eigentlich nochmal schauen, was wir an Fertigkeiten uns aneignen können. So, Bogenschütze, Sturmgewehrexperte. Das würde ich gerne einmal leveln. Sprengstoff brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Verdursten. Heileffekt von allem, was du zu dir nimmst. Das ist auch ganz wichtig. So, Ausdauer geht leider nicht. So, Zeit zum Schlösserknacken. Letztes Gefecht. Ah, das können wir auch mal machen. Schadet auf jeden Fall nicht. Gering ist, das brauchen wir nicht. So, Selbstleveln können wir uns nicht. Dazu müssen wir erst das Camp wieder um eine Stufe hoch machen. So, Camp auf Stufe 6. Dann bringen wir uns jetzt auch noch schnell auf Stufe 6. Ah, halt, hier war's. Und haben dann sogar noch 16.000 Erfahrungspunkte übrig. Ist allerdings in dem Spiel, muss man wirklich sagen, nicht allzu viel. So, stellen wir uns ein paar Heilverbände her. Und legen unser Zeug in unsere Kiste, alles was wir nicht brauchen. Zumindest diesen Krimskrams-Zeug hier können wir in die Kiste packen. Dann haben wir wieder mehr Platz bei uns selbst. Okay. Ich würde eigentlich sagen, für diese Folge war es das jetzt erstmal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und ich sage bis zur nächsten Folge. Macht's gut!